über die Pflichten im Kriege, 44 vor Christus. Daher darf man Kriege zwar auf sich nehmen zu dem Zweck, dass man ohne Unrecht im Frieden lebt. Nach Erringung des Sieges aber sind diejenigen zu begnadigen, die im Kriege nicht grausam und nicht unmenschlich waren. Aurelius Augustinus, 426 nach Christus. Man pflegt gerechte Kriege als solche zu definieren, die Vergeltung für Unrecht üben. Berechtigte Einwände gegen den Krieg sind die in ihm hervortretenden Gesinnungen, Lust zu Schaden, grausame Rachgier, Unversöhnlichkeit, Vergeltungswut, Eroberungssucht. Und solche Ausschreitungen gerecht Freiheit und kalter Krieg. Jedermann weiß, dass in einem künftigen Kriege die Wehrmacht vermutlich weniger Verluste erleiden wird, als sie gefällt. Und die Strategie der Abschaltung setzt ganz offen Flottenverband habe versucht, Zypern anzunähern an die Möglichkeit einer Einigung mit Syrien. Es soll zahlreiche Tote bei den heftigen Gefechten gegeben haben. Die Grenzen zu allen vier Nachbarstaaten wurden geschlossen. Zahlreichen Städten kam es erneut zu Kriegen. Unterdessen werden weitere Kämpfe mit den Einheiten der vertriebenen Regierung gemeldet. Schwere Kämpfe um die Falklandinseln im Sutterland. Die US-Marine. Für unbewusste Willkommen, mein Name ist Rossi. Du weißt, dass unser Thema ist Krieg. Ich nehme an, dass du das Video gesehen hast. Was kannst du da darüber sagen? Das würde ich gerne hören. Die quasi die Schachspieler sind oder Spielerinnen, die, da gibt es natürlich irgendwie Gewinner und Verlierer, aber die breite Masse ist eigentlich immer, sind immer die Verlierer. Es gibt keine Gewinner. Bei Krieg kann es nie Gewinner geben. Man kann eigentlich nur verlieren. Auch jeder Soldat, der, egal auf welcher Seite ist, dafür stirbt. Und es ist halt schade und traurig, dass es erst so viele Menschen sich so dessen bewusst sind, wenn es halt quasi vor der Tür steht. Nein, ich würde sagen, das stimmt nicht für mich. Ich habe immer gewusst, dass es ein Wert, ein unschätzbarer Wert ist, dass wir in Frieden leben. Ich bin in den letzten 72 Jahren ein Mensch gewesen, der das Glück hatte, es persönlich nicht zu erleben. Ja, man fühlt sich halt hier so sicher so in Europa. Klar, der Ukraine-Krieg ist super nah, aber es passieren ja ständig Kriege und es sind die ganze Zeit welche. Aber das ist nicht der einzige Krieg auf dieser Welt zurzeit. Ich habe es bis jetzt nur auf History Channel
und auf NTV erlebt. In der Situation war ich noch nie. Ich hatte eine Oma, die hat 2 Kriege mitgekriegt. Mein Vater auch beide Weltkriege. Weil ich einen Vater hatte, der im Kriege Soldat war. Die Verluste, die sie machen musste. Na, die hat mir ganz viel von Wundern erzählt, dass irgendwie 2 Soldaten auf einem Feld gestanden haben und sich dann nicht gegenseitig erschossen haben. Ich dachte eigentlich, das könnte vielleicht ein lustiges Gespräch werden. Aber ich bin eigentlich froh, dass es nicht lustig geworden ist. Danke. Danke, 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 danke für das Gespräch.